uns fertig, wir wollen raus. Wir machen ein Picknick in der Sonne, als da plötzlich, was ist das Geräusch? Hündchen, Äffchen, Sis, es ist ein Gewitter. Keine Sorge, Sis, es wird alles gut. Drinnen bleiben kann auch Spaß machen. Was können wir tun, wenn es Gewitter gibt? Ich weiß, lass uns Picknick drinnen machen. Wir machen Picknick bei jedem Wetter. Es wird super, versuch's doch einmal. Wir machen Picknick bei jedem Wetter. Picknick im Wohnzimmer, wo es trocken ist. Karotten sind so gesund. Gelbe Bananen sind mein Lieblingsessen. Wie sieht es mit bunten Broten aus? Wir machen Picknick bei jedem Wetter. Es wird super, versuch's doch einmal. Wir machen Picknick bei jedem Wetter. Picknick im Wohnzimmer, wo es trocken ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Sollen wir noch einmal zählen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Wir machen Picknick bei jedem Wetter. Es wird super, versuch's doch einmal. Wir machen Picknick bei jedem Wetter. Picknick im Wohnzimmer, wo es trocken ist. Mit unseren Freunden lachen wir. Komm und öffne die Tür. Wir lachen, haben Spaß den ganzen Tag und lernen viel. Lass uns spielen. Wuff! Gemeinsam die vier Jahreszeiten erkunden. Hündchen, was könnten wir heute machen? Also, Sis, lass uns spielen, es wäre Frühling. Komm, wir legen los. Denk an Frühlingswetter. Es ist warm und es regnet. Was ziehen wir an? Tada! Hier bin ich. Sis, vergiss nicht, wir spielen, es sei ein regnerischer Frühlingstag. Wie wäre es mit einer Regenjacke? Es regnet in Strömen. Das muss der Frühling sein. Ich habe einen Schirm und eine Regenjacke. Spritzen und springen in Pfützen, das ist fein. Das war lustig, Hündchen. Welche Jahreszeit kommt als nächstes? Also nach dem Frühling kommt der Sommer. Wenn wir an einem heißen Sommertag zum Strand gehen, wie wäre es, wenn du deine Schwimmsachen anziehst? Okay. Jetzt bin ich bereit für den Sommer. Die Sonne scheint, es ist warm und schön. In Badesachen kann ich gehen. Ab zum Strand oder in den Pool. Es ist heiß im Sommer, doch wir bleiben cool. Lass uns weiterspielen. Welche Jahreszeit kommt als nächstes? Frühling? Sommer? Dann kommt der Herbst, richtig? Das ist richtig, Sis. Kannst du dich erinnern, was im Herbst passiert? Das Wetter wird kälter und die Bäume werden bunt. Oh ja, es ist wirklich schön. Tada! Du siehst gut aus. Man glaubt es kaum, Blätter vom Baum wehen im Herbst so weit. Spring in das Laub, es knistert schön laut in der buntesten Jahreszeit. Hündchen, kommt nicht der Winter nach dem Herbst? Richtig, so ist es. Ich weiß, was ich im Winter trage. Herrlich, lass uns anziehen und wir gehen raus im Schnee spielen. In echt. Wir haben Spaß, wenn es ganz viel schneit. Alles ist so weiß, weit und breit.
Zieh dir warme Kleidung an. Es ist Winter. Winter, Frühling, Sommer und Herbst. Vier Jahreszeiten jedes Jahr. Das Wetter schlägt um, mal warm und mal kalt. Gute Kleidung ist wichtig. Und trag ein Lächeln im Gesicht. Was machst du? Guten Morgen, Äffchen. Ich mache mich fertig für den Tag. Willst du dich auch fertig machen? Ja, das will ich auch. So putzt du deine Zähne weiß, Zähne weiß, Zähne weiß. So putzt du deine Zähne weiß, bis sie sauber sind. Jetzt ich, jetzt ich. So kämmst du deine Haare glatt, Haare glatt, Haare glatt. Nein, Äffchen, wir nehmen keine Zahnbürste fürs Haar. Wir nehmen einen Kamm. Oh, ja. So kämmst du deine Haare glatt, Haare glatt, Haare glatt. So kämmst du deine Haare glatt, genauso jeden Tag. Alles klar, lass uns das Gesicht waschen. Wir brauchen Seife. Okay. So drückst du auf die Seife drauf, Seife drauf, Seife drauf, Seife drauf, Seife drauf, Seife drauf, Seife drauf. Wow, Äffchen, das ist zu viel Seife. Schau her. So drückst du auf die Seife drauf, Seife drauf, Seife drauf. So drückst du auf die Seife drauf, genauso jeden Tag. So wäschst du auch noch dein Gesicht, dein Gesicht, dein Gesicht. So starten wir den Tag hinein und spielen. Das ist fein. Juhu! Komm und lache mit Freunden, komm und öffne die Tür. Lern mit uns das Alphabet, Formen und Farben ohne Mühe. Ob ein Brief mit der Post kommt, welches Lied erwartest du? Es gibt Spaß und viel zu lachen und wir lernen stets dazu. Komm und spiel! Wuff! Wir spielen mit dem Fußball! Was können wir noch mit dem Ball machen? Oh, ganz viele Sachen, Schwesterchen. Wir können ihn rollen. Hop dich hin auf den Boden, als würdest du deine Füße berühren. Roll den Ball zu einem Freund. So rollt dann der Ball. Roll den Ball zu einem Freund. Roll ihn, roll ihn, roll. Oh nein. Was ist
man den Ball rollt? Oh ja! Das geht so! Roll den Ball zu einem Freund. Roll ihn schnell, roll ihn langsam. Roll den Ball zu einem Freund. Schau, wie schnell er rollt! Hey, wisst ihr, was wir noch mit dem Ball machen können? Ihn hüpfen lassen! Nimm den Ball und lass ihn. Juhu! Hüpfen, ja! Hüpfen ist lustig. Ich roll ihn zu dir. Nimm den Ball und lass ihn. Hüpfen, ja! Hüpfen ist lustig. Ja! Ich roll ihn zu dir. Hüpfen ist lustig. Super lustig. Boing, 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 boing. Komm zurück, Äffchen. Au, Äffchen, wir haben uns den Ball zugeworfen. Haben wir? Aha, so haben wir alle miteinander gespielt. Oh, ja. Und jetzt spielen wir Fußball. Nimm den Ball, halt ihn fest, halt den Ball und dann lässt du ihn fallen und schieß ihn davon. Halt ihn fest und schieß ihn davon. Ganz schnell, schieß ihn davon. Ja, genau, schieß ihn davon. Schieß ihn davon. Schieß ihn davon. Äffchen, warum hast du das getan? Ich dachte, wir können alle zusammen spielen. Das Fröschlein auch. Ah, Fröschlein! Äffchen, das war eine tolle Idee! Wir rollen den Ball am Boden. Wir werfen ihn auch hoch. Wir schießen unseren Ball in den Himmel hoch. Freunde, das sind wir und haben Spaß. Wir spielen zusammen den ganzen Tag. Komm und lache mit Freunden. Komm und öffne die Tür. Lern mit uns das Alphabet. Formen und Farben. Den Tierpark mit Hündchens Lernspaßzug. Zum Tierpark wollen wir gehen, um uns Tiere anzusehen. Große und kleine sehen wir. Und was ist das größte Tier? Das ist der Elefant. Oh, auf den bin ich sehr gespannt. Wir werden bestimmt viel hören und sehen. Zum Tierpark wollen wir gehen. Alle einsteigen für die Fahrt durch den Tierpark. Wir werden dort ganz viel hören und sehen. Zum Tierpark wollen wir gehen. Was ist das für ein Geräusch? Sieh mal, Schwesterchen, ein Seehund. Alle einsteigen. Den Seehund mag ich sehr, doch Elefanten noch viel mehr. Wir wollen die große Runde drehen. Ganz viele Tiere, riesige Tiere, gibt's im Tierpark zu sehen. Oh, was ist das für ein Geräusch? Ein Löwe. Aber wo ist der Elefant? Was ist das für ein Geräusch? Ein Vogel. Alle einsteigen. Hier ist schon sehr viel los, doch die Tiere sind nicht sehr groß. Lasst uns weiter eine Runde drehen. Auch Elefanten, ja, auch Elefanten. Gibt's im Tierpark zu sehen. Was ist das für ein Geräusch? Ein Elefant! Ist der groß! Oh, Fröschlein, du hast ihn gefunden! Wir haben eine Überraschung für dich, Schwesterchen! Oh, was denn?
ein Elefantenbaby. Zum Tierpark wollten wir gehen. Viele Tiere gab's da zu sehen. Ein Seehund, Löwe und Vögelchen. Und auch ein Elefant mit Baby. Nur für dich. Wir konnten hier ganz viel hören und sehen. Verschiedene Tiere. Kleine und große Tiere. Zum Tierpark wollten wir gehen. Was ist dein Lieblingstier? Lasst uns ein Puzzle mit Hündchen uns ins Puzzeln. Welche Form hat es? Wie passen die zusammen? Oh ja, Hündchen, du bist super clever. Viereck, Kreis, Dreieck sind die Formen, die wir verwenden müssen. Viereck, Kreis, Dreieck, welche Form wirst du wählen? Lass uns dieses Puzzle Stück für Stück bauen. Wie viele Formen kannst du sehen? Viereck, Kreis, Dreieck, 1, 2, 3. Lasst uns ein Puzzle mit Hündchen und Cis puzzeln. Welche Form passt deiner Meinung nach? Passen diese Formen zusammen? Oh ja, Sis, du bist so clever. Viereck, Kreis, Dreieck sind die Formen, die wir verwenden müssen. Viereck, Kreis, Dreieck, welche Form wirst du wählen? Lasst uns dieses Puzzle Stück für Stück bauen. Wie viele Formen? Zu den Teilen unseres Puzzles. Welche Formen kannst du sehen? Viereck, Kreis, Dreieck. Bau ein Puzzle mit Sis und Hündchen. Lasst uns dieses Puzzle Stück für Stück bauen. Wie viele Formen kannst du sehen? Viereck, Kreis, Dreieck. 1, 2, 3. Lasst uns dieses Puzzle Stück für Stück bauen. Wie viele Formen?
Gegensätze entdecken mit dem Motorroller. Was war das für ein Geräusch? Hi, Leute. Hallo, Hündchen. Es ist zu schön, um drinnen zu sein. Wollt ihr nach draußen kommen? Ich habe eine Überraschung oder auch zwei für euch. Ja, ich freue mich. Auf und zu, mach die Tür auf und zu. Wuff, wuff, rein und raus, rein und raus. Wir gehen jetzt aus dem Haus. Ups, Entschuldigung. Juhu! Ja! Eins, zwei, drei, drei Motorroller. Ist das die Überraschung? Das ist eine Überraschung. Lasst uns losfahren und die große Überraschung finden. Brumm, brumm. Losfahren wir und freuen uns schon sehr. Auf die Überraschung, da freuen wir uns sehr. Oh, was wohl, wird die Überraschung sein? Wartet ab, bald ist sie zu sehen. Aufgeregt, das bin ich. Das hier macht so viel Spaß. Überraschungen sind super und für jeden was. Aufgeregt, das bin ich. Ist es denn noch weit? Ich kann es kaum erwarten. Ist es bald so weit? Oh, was wohl wird die Überraschung sein? Wartet ab, denn schon bald ist sie zu sehen. Hündchen, sind wir bald da? Es ist so windig. Kommt, wir schaffen das. Immer weiter. Den Berg hoch. Ja! Ja! Jetzt fahren wir runter. Schnell fahren macht Spaß. Wow, jetzt fahren wir besser langsam. Wow, was ist das denn für ein toller Ort? Das ist die große Überraschung, das Spielhaus. Yeah. Was für eine tolle Überraschung. Kommt, los geht's. Lasst uns spielen. Auf und zu, die Tür geht auf und zu. Rein und raus, wir gehen rein und raus. Wir klettern hoch und rutschen wieder runter. Schnell und langsam fahren wir umher. Gegensätze sehen wir überall. Gegensätze, wenn wir spielen am Tag. Hurra! Äffchen, Äffchen, wie unordentlich kannst du sehen. Heb die Bücher auf, es ist einfach. Lach und räume auf, ha, ha, ha. Hündchen ist zur Hilfe da. Bitte stell die Bücher ins Regal. Unordentliches Äffchen, du bist ein unordentliches Äffchen. Heb die Stifte auf, es ist einfach. Lach und räume auf, ha, ha, ha. Äffchen, Äffchen, wie unordentlich kannst du sehen. Heb die Puzzle auf, es ist einfach. Lach und räume auf, ha, ha, ha. Hündchen ist zur Hilfe da. Stell die Puzzle ins Regal. Unordentliches Äffchen, du bist ein unordentliches Äffchen. Heb die Teddys auf, es ist einfach. Lach und räume auf, ha, ha, ha. Aufräumen kann Spaß machen. Legen weg all die Sachen. Bücher, Stifte, die Teddys. Es ist Juhu! Ordentliches Äffchen. Ordentliches Äffchen. Äffchen, Äffchen und Hündchen. Sehr gut gemacht. Jetzt ist Zeit für Tee.
es ist, Zeit für Pyjama-Sitz. Weißt du, wie spät es ist? Putz die Zähne, kämm dein Haar und kuschle deinen Teddybär. Zeit fürs Bett, Sis. Der Mond ist da, geh du jetzt schlafen. Was ziehen wir zum Schlafen an? Unsere Lieblingspyjamas. Was ist der nächste Schritt? Putz die Zähne und kämm das Haar. Mit der Zahnbürste putzen wir Zahn für Zahn. Dann kämm dein Haar und du bist fertig fürs Bett. Zeit fürs Bett, Sis. Weißt du, wie spät es ist? Zeit für Pyjamas, Sis. Weißt du, wie spät es ist? Putz die Zähne, kämm dein Haar und kuschle deinen Teddybär. Zeit fürs Bett, Sis. Der Mond ist da, geh du jetzt schlafen. Pyjamas, Haar und Zähne fertig. Jetzt ist Zeit für eine Geschichte. Tolle Märchen aus der Ferne. Schlösser, Könige im magischen Reich. Nach der letzten Geschichte sagen wir gute Nacht. Wir sind fertig fürs Bett. Zeit fürs Bett, Sis. Weißt du, wie spät es ist? Zeit für Pyjamas, Sis. Weißt du, wie spät es ist? Zähne geputzt, Haar gekämmt, du kuschelst deinen Teddybär und mit nem Gute-Nacht-Kuss träum süß.